So, wir haben zwar jetzt nicht alle Little Sisters geholt. Und, ja, weiß nicht, hole ich die jetzt noch? Ich weiß jetzt noch nicht mal, wo ich überhaupt hinfahren soll. Ah, wir fahren jetzt einfach hier hin. Hier richtig? Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Warum ist nicht mehr der Alte? Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Hände hoch! Hände hoch! Ladies and Gentlemen! So ist's recht! So, ich schicke dich um! Komm, 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 komm
Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle haben Mütter, Väter, Menschen, die sie lieben. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicore Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicore Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Motivation. Ich brauche etwas mehr Motivation. Ansonsten drehe ich hier gleich völlig durch. Denn dieses Spiel ist so ein Scheiß. Durchschaubar, kennst du mich also.
Komm hier rüber! Sie wollen nichts von mir. Du bist noch ein kleines Kind. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryan Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Wenn du Geld hast, komm! Zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein ausgestreckt. Speichere ich und dann mache ich jetzt Schluss für heute und beim nächsten Mal seht ihr dann, wie wir die Little Sister ausnehmen. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao!